Ah, aber ich habe 39 erreicht. Das heißt, ich kann jetzt die Drachenlederhose tragen. Sehr schön. Geht's los? Kann mal heilen. Wie viel fürs nächste? 92. Oh, das relativiert sich jetzt langsam wieder, habe ich das Gefühl. Also könnte ich wirklich beim nächsten Mal weiße Magie um 1 steigern auf 65. Ja, gucken wir mal. Geht's los? Wobei ihr nicht. Ihr seid hier Nachwuchs zu plündern. Darf ich töten? Wobei ist ja nicht mehr viel zu plündern. Und hier unten ist, glaube ich, von mir aus auch nichts mehr. Maske des grünen Teufels, edler Turnierhelm, noch eine Drachenlederhose. Ja, und hier ist ja noch Ump. Aber ich denke, mit der Armee, die wir jetzt noch haben, sollten wir Ump schlagen können. Wie viele Truppen haben wir eigentlich verloren? Oh, 30. Und beide Titanen. Wir haben auf jeden Fall jetzt Gib mir aus. eine coole Rüstung. Na schön. Tag, Bros. Die sollen weggehen. Meine Keule. Vorsicht! Vorsicht! Die sollen weggehen! Ich wollte gerade sagen, das Problem selber dürfte Ump selbst sein. Was denn? Darf ich töten? Verstanden. So, das Portal aktivieren. Um seine Rune erleichtern. Runenholz einsammeln. Eine Zerbietenträne. Mich wundern, wo der modifizierte Waffenmeister herkommt. Was ist? Also ja, hier Auch ist gut. definitiv nichts mehr. Okay, dann retten wir mal kurz unsere Festung da oben. Zweite Festung. Oh, ich dachte, er dreht um, aber er ist immer noch hier.
So, die Kartei. Zeit zu sterben. Vorsicht! So, wir drei sollten das irgendwie hinkriegen. Achtung! Zurück mit euch! Kämpft! Zurück mit euch! Vorsicht! So. Gut, das heißt, wir können wieder hoch. Uns hochporten. Gucken, wie dieses Mal die rohen Cutscene aussieht. Ich finde es lustig, wie Ump da einfach so rumstehen konnte. Also während alles voll mit Untoten war. Dass da oben einfach so ein Troll mit seinem Gefolge. Ja, ein Portal zum brennenden Felsen. Das ist egal, das Portal. Jetzt erstmal unsere. Oh. Erstmal noch diese Truhe hier plündern. Oh ja, Cerberus-Schutz. Das ist natürlich was Nices, wenn wir das dann haben. Und unsere Kriegskunst auf 15 haben. Also ja, erstmal die Kriegskunst wirklich auf 15 bringen. Dann können wir uns mal überlegen, Weißmagie mal etwas zu steigern. Ja, dann können wir schon mal Cerberus Schutz tragen, könnten einen Myrmidon tragen. Was noch? Könnten so ein Eisenholzschild tragen, die auch ganz nice sind. Vor allem den könnten wir endlich mal wieder ein Schwert tragen und nicht eine Axt. Flammender Bargagor, das war einer des Zirkels. Endlich frei. Meister Rohn! Urias, mein Freund. Ihr dürft nicht zaudern. Ich habe nicht viel Zeit. Okan Ashia erweckt die Magier des Zirkels mit dem Trank der Lebensessenz. Sie werden dadurch zu ebenso willenlosen Sklaven seines Geistes wie ich. Doch ihre Macht erneuert sich mit jedem Tag. Bald werden sie wieder so mächtig sein wie zur Zeit des Zirkels. Du musst dich beeilen, Freund. Diese Untoten sind nur die Vorhut. Was jenseits dieser Berge lauert, wird das Kaiserreich zu Staub zermalmen. Urias, woher wissen wir, dass wir ihm trauen können? Zweifelt nicht. Hört zu. Ihr müsst den Phönix freisetzen. Der Phönixstein. Wie können wir ihn finden? Er findet euch! Rettet Darius! Darius? Wo ist er? Geist, komm zurück! Er ist fort. Ruht in Frieden, Meister Rohan. Oh ja, dankt mir nur nicht alle auf einmal. Nun steht nicht da und gafft, davon wird er nicht wieder lebendig. Wir müssen weiter, Katai wird bereits belagert. Durch das Portal, los kommt! Ja, und das ist die Stelle, wo wir wieder nur Urias haben. Und diese Stelle sagt uns, wir sollten zur Schwarzwasserküste aufbrechen. Jetzt sollten wir eigentlich das Level und so weiter dazu haben.
aber erst halt auf den Bazar gehen, Zeug verkaufen. Wer uns durch die Schwarzwasserküste kämpfen, wird auch ein Spaß werden. Wenn da wirklich jetzt wieder alles voller Untote ist. Okay, also Empyria Bazaar. Ja, hier gibt es nichts mehr für uns zu tun. So, erstmal unsere Zauber sortieren. Wir haben ja jetzt wieder eine ganz Batzen Zauber. Okay, so viel ist es da doch wieder nicht. Haben wir Elementardiener der Erde ein paar. Und das war's auch schon. Du kaufst Magierzauber. Also die hier. Leben 16. Ne, das können wir vergessen. Leben 16. Also alles über 14 verkaufe ich mal. Du Elementarmagie. Du verkaufst Runen. Ja, und die da hätte ich auf jeden Fall schon mal gerne. Leider nicht genug Gold hier. Magier, Hexe, nee, brauchen wir nicht unbedingt. Verkaufen, ja. Nein, die nicht. Das wäre jetzt fast nach hinten losgegangen. Gut, also die rein und die rein. Dann können wir nämlich die beiden auch noch verkaufen. So. So, er hier hat große Klingenwaffen, große Schlagwaffen, schwere Rüstung. Und Schilde natürlich. Was geben wir ihm da? Na, was Besseres können wir ihm nicht geben. Außer vielleicht einen Titanenhammer, aber große Schlagwaffen haben wir leider auch nichts, was wir ihm geben könnten. Schildmäßig kann er einen Sturmbrecher haben. Eine Adamantium-Brustplatte. Oh, oder wir geben ihm das göttliche Runenset. Ja. Nee. Nee, geben wir ihm lieber solche. Helmmäßig kann er den tragen. Altherz ist nicht schlecht. Und Stärke, Ausdauer. Ja, da ist der da am besten geeignet. So. Ja, besser geht's wohl jetzt gerade nicht. Ja, abgesehen von unserer Kämpferin haben wir wenigstens jetzt eine gute Truppe. Hoffe ich jedenfalls mal. So, Onyxbucht Nordkap. Da ist das Tor jetzt offen. Yippie.
Das heißt, wir könnten von hier aus in die Schwarzwasserbucht, aber es ist Zeit, mal wieder zu speichern. So, wir haben gespeichert und dann gibt es erstmal einen Cut. Also, bis gleich.